Liebe Pflanze, geheiligt werde dein Glitch. Dein Samen komme, wie im Topf, so auch auf der Erde. Deine tägliche Schönheit gib uns heute. Entschuldigung. Ja, das ist hier der Kult der heiligen Topfpflanze, Leute. Herzlich willkommen zurück in Far Cry Primal. So laufen die Dinge hier, so geht das hier los. Haben wir entschieden, heute nicht zum Denker zu gehen, sondern wir hören mal. Was der alte Dan von uns will. Servus. Valhumansin. Da, Sushalhai. Swasar, Wana. Udan. Daguach. Tam, Malshazar. Guanarch. Manu, da. La Seua. Na, Malshazar. Jarta, Laikwa. Swasar. Guan. Urus. Salwaya. Okay. Schöne Geschichte aus seinem Leben, die keinen Schwanz interessiert. Okay, das war jetzt ein bisschen unfair. Gut, dann... ja. Da unten. Ja, dann... da haben wir keine Wahl, dann gehen wir da mal hin. Und wollen besagten Schwestern, ja, da müssen wir direkt hier abbiegen. Ja, wir können auch schon hier hoch und wollen mal besagten Schwestern so ein klein bisschen den Krieg erklären. Ich meine, gut, der Dan gehört jetzt zu uns. Und wenn er meint, dass wir diesen drei Bitches mal erklären können, was Sache ist. Dann tun wir das auch. Das ist ein Freund. So. Hab jetzt wieder ganz bewusst die Pussycat weggeschickt. Das ist noch ein Stück weiter oben. Ja, wir bleiben mal hier. Wir könnten die zwei ja schon mal instant
begrüßen. Den da oben auch. Und hier haben wir noch eine größere Gruppe. So, das war's leider. Mit Bienenwaben. So, und dann gehen wir rein. Ja, natürlich haben sie Verstärkung gerufen. Macht aber das Feuer aus hier. Erste Trophäe haben wir. Au! Ey, wisst ihr was? Zum einen fülle ich da mal nach. Zum zweiten brennen wir jetzt mal und setzen wir jetzt auch mal unsere Pfeile hier in Brand. Nur mal so. So, dann ziehen wir uns da unten mal zurück und stellen mal weitere Bienenbomben her. Die machen nämlich Spaß. Dummerweise werfe ich immer gleich zwei, aber naja, was soll's. Wieder heilen. Ganz wichtig. Oh, jetzt brennt die aber gleich die ganze Hütte hier. Ja, wir ziehen uns ein bisschen zurück. Lassen das Feuer für uns arbeiten. So, da vorne sammelt sich, glaube ich, wieder eine Gruppe. Da könnte sich wieder eine Bienenbombe lohnen. So, bitteschön. Wieder habe ich Pfeile im Arsch. Da haben wir definitiv die zweite Kollegin erlegt. So, ich glaube, das war's. Die letzte liegt da hinten. Kommen wir denn nicht hoch? Doch. Doch. So. Ah ja, sie haben wir direkt schon mit der Eule niedergemacht. Ja, und da haben wir die drei Schwestern auch schon abgeschlossen, ne? Aha, hier hätten wir noch einen Löwen freilassen können. Und alles hier niedergebrannt wieder. Steine mal rausziehen. Und es sieht so aus,
Es sind Zivilisten, aber... Na komm, lassen wir sie halt in Ruhe. Okay, damit haben wir... das im Grunde erledigt. Aber jetzt gehen wir halt nochmal zurück. Es ist ja alles... Oh, ich glaube, das war die letzte Mission von Dan. Dennoch schauen wir nochmal, ob wir mit ihm reden können. Winja. Ja, ja. Winja, auf jeden Fall. Und, oh, Moment. Heilige Glitschbutterblume, ich grüße dich. Geh weg da. So. Hab das erledigt mit deinen Freundinnen hier, ne? Na, da. Aucha, Quati Guarha, Warhata, Da Sakwarsch, Gastia Malchasar. Ja, die, ja. Ich kann nämlich tigerisch und löwisch und, jaguarisch und säbelzahntigerisch und, ja, und möwisch. Malchasar. Und ja, wir geht Nacht. Ja. Oder doch? Ja, egal. Jedenfalls, das war eine weitere Mission für die Hauptstory. Und ich glaube, das ist jetzt ja gar nicht mehr viel, wa? Wir haben jetzt nur einmal hier die Roshi und nur einmal den alten Schamanen. Ja, und natürlich... Da unten zum alten Denke können wir nochmal hin. Und das machen wir jetzt dann definitiv auch in der nächsten Folge. Ich bin schon sehr gespannt. Ja, und ich denke, dann geht die ganze Sache hier dann auch schon dem Ende entgegen. Dann schauen wir mal, wie das wird in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und tschüssi!